Ein bisschen überraschend auch der Auftritt gestern Abend des 1. FC Saarbrücken in Freiburg. Allerdings überraschend schwach. Und so gab es die erste Niederlage in der neuen Regionalligasaison. Mit 1:3 musste man sich geschlagen geben und die Tabellenführung damit auch abgeben. Totaler Frust. Kein Durchblick. Der FC kommt im Breisgau mächtig unter die Räder. So tritt man als sogenannte Spitzenmannschaft auch nicht auf. Der FC startet zwar ordentlich, bricht dann aber ein. 20. Spielminute. Kart zieht ab. Krause fälscht unhaltbar ab. Und das war's dann im Grunde. Denn ab jetzt findet Blau-Schwarz nicht mehr statt. Lässt Freiburg frei Raum. Und diesen Schuss von Kart muss Batz halten, nicht seine erste Unsicherheit. 44. Minute. Kiel Gomez und Krause uneins, Darferner darum frei, 3:0. Der FC sinkt in sich zusammen. 3 Stück in 25 Minuten, das geht nicht und da müssen wir auf jeden Fall, werden wir diese Dinge ansprechen und auch Tacheles reden, weil das dürfen wir uns nicht zu oft erlauben. Dabei war es kein stimmungstoter Kick, wie so oft bei zweiten Mannschaften. Die Bühne war da, selbst Freiburgs Bundesliga-Trainer Christian Streich blieb 90 Minuten. Doch Saarbrücken gelingt nicht mehr als der Anschlusstreffer, 3 Minuten vor dem Ende durch Oschkenat. Das war's. Der FC, bis gestern Spitzenreiter, scheitert an fehlender Einstellung. Trotz Warnung wurde die Aufgabe zu leicht genommen. Also Kopfsache. Fakt ist, dass es eine Niederlage meiner Augen mit Ansage war, wo die Mannschaft wirklich auch sich immer wieder hinterfragen muss. Machen wir in der Spielvorbereitung alles dafür, um jeden Gegner ernst zu nehmen? Sind wir konsequent in unserem Handeln? Und wie gesagt, ich glaube, dass wir da heute wieder extrem nachlässig waren, eben weil es in Anführungsstrichen scheinbar nur eine Zweitvertretung war. Zu allem Übel musste Klottner wegen Meckerns auch noch seine Bank räumen. Für viele eine völlig überzogene Maßnahme von Schiri Kessel. Stil hatte dagegen, dass die FC-Fans das Team trotz Niederlage feierten.